Sechs Monate ist es jetzt nun her, dass Battlefield 2042 veröffentlicht wurde. Seit dem Start des Spiels wurden kaum neue Inhalte hinzugefügt. Es wurden eher viel mehr Fehler gefunden im Spiel, was die Community verärgerte und enttäuschte. Langanhaltende Bugs sowie auch fehlerhafte Spielanimationen führte zu einem frustrierten Spielererlebnis. Obendrauf gab es noch viel zu große Karten, zu wenig Deckung, was dazu führte, dass Battlefield 2042 nicht das Gefühl rübergebracht hat, was die Battlefield-Fans erwartet hatten. Erwartungen wie aus älteren Battlefield-Teilen mit großer Levolution, also große Zerstörung, sowie auch viele Fahrzeugkämpfe, Waffen und Gadgets suchte man vergeblich in 2042. Stattdessen gab es nur 22 verfügbare Waffen sowie ganz wenig handvolle Gadgets. Sogar das geliebte und erfolgreiche Klassensystem wurde aus Battlefield 2042 komplett entfernt. Diese Entscheidung von den Entwicklern kam schon bei der Beta nicht komplett gut an, wurde bei der Veröffentlichung auch nicht viel besser. Einige Monate später wurden sogar eine große Petition gestartet, wo 200.000 bis 300.000 Leute unterschrieben hatten. Ziel war es einfach, das Geld zurückzubekommen, denn die Community-Mitglieder von Battlefield waren zu stark enttäuscht über den Verlauf von 2042. Einige Monate später hörte man von der Petition gar nichts mehr, zu großer Enttäuschung der Community. Zu diesem Zeitpunkt befürchte man, dass Battlefield 2042 einen größeren Fail unterlaufen ist als Battlefield 5 damals. Denn auch hier entschieden sich die Entwickler für den großen Fail des Trailers und den nicht zahlreichen Kopieverkäufen einen drastischen vorzeitigen Support-Ende einzufügen. Ein großer Bonus für 2042 Spieler ist der Verkauf des Season Pass. Denn Battlefield muss jetzt einen Jahr Support für 2042 veröffentlichen, auch wenn sie sehen, dass die Spielerzahlen so gering sind, dass das eigentlich sich gar nicht rentiert. Dies hatte Battlefield 5 zur damaligen Zeit leider nicht. Konkret heißt das jetzt, dass wir ein Jahr Support für 2042 bekommen. Im Zyklus von 3 Monaten werden neue Inhalte hinzugefügt, wie Maps, Waffen, Gadgets etc. Nach dem einen Season Pass könnten wir aber davon stark ausgehen, dass dann das Support-Ende eintrifft von 2042 und hierbei nichts mehr am Spiel getan wird. Denn nach der Bestätigung, dass wir Battlefield 7 schon in Entwicklung haben und die ersten Artworks schon in Arbeit sind, können wir nur hoffen und bitten, dass DICE aus Battlefield 5 Fiasko und Battlefield 2042 Fiasko gelernt haben und nun wieder ein richtiges Battlefield raushauen. Was sollte Battlefield 7 bekommen, dass es wirklich zu einem erfolgreichen Battlefield-Teil wird? Nun ja, schauen wir uns da mal die älteren Battlefield-Teile an, sehen wir, dass Battlefield Bad Company 2, Battlefield 3 und Battlefield 4 große Möglichkeiten bieten, Battlefield 7 zu dem Erfolg zu bringen, was es wirklich verdient. Eins sollte ja klar sein, Klassensystem muss backkommen. Bedeutet der Sturmsoldat als Medic, der Versorger mit dem LMG, der Sniper mit den Scharfschützengewehren und der Pionier mit den Ofenrohren, also Panzerfäuste. Hierbei kann man natürlich auch flexibel sein. Das neu eingeführte System aus 2042, das alle Klassen, alle Waffen benutzen können, bedeutet, dass der Medic auch Scharfschützengewehre benutzen können, kann man ja auch im neuen Battlefield implementieren. Dies wäre sogar nichts Neues, denn Battlefield 4 führte schon ein, dass man PDWs oder auch Karabinerwaffen auf unterschiedlichen Klassen aufteilen kann. Apropos Waffenthema, sollte man auf jeden Fall das Plus-System von 2042 auf jeden Fall in Battlefield 7 auch übernehmen. Denn wie geil ist das Erlebnis gewesen in der Beta, dass man Attachments auf den Waffen einfach mitten im Spiel ändern kann. Super Idee. Die Entwickler sollten auch darauf achten, einen guten Mix für die Maps zu erstellen. Bedeutet, wenn es jetzt Spieler gibt, die echt auf Fahrzeug-Gameplay stehen, mit Helikoptern, Jets oder Panzer in der Gegend herumzufahren und zu fliegen, sollte man auch eine Map dafür entwickeln, die groß genug ist, Platz bietet, aber noch genug Deckung für Infanterie-Gameplay bietet. Wiederum sollte man auch eine oder zwei Karten erstellen, wo wirklich nur auf den Fokus Infanterie gesetzt wird. Das für die Leute, die gerne Team Deathmatch, Vorherrschaft oder auch Rush oder Eroberung nur mit Infanteristen spielen möchten, etwas zu bieten haben. Bezogen auf den Map sollte Abwechslung auf jeden Fall ein wichtiger Punkt sein. Karten sollten im Wald spielen, in Schneegebieten, in der Nacht, in der Stadt oder auf dem offenen Meer. Denn die Vielfalt machte Battlefield immer aus. Der große Bruder von Battlefield 7 könnte Battlefield 4 in dem Fall sein. Denn Battlefield 4 hatte genau dies geschafft. Die Möglichkeit zu erschaffen, in einer Runde mit dem Kanonenboot durchs Wasser zu cruisen, dann wiederum mit dem Quad durch den Wald zu fahren und Leute zu roadkillen, um dann wiederum auf Schneelandschaften mit dem Snowboard herumzufahren, um dann wiederum in der Nacht von feindlichen Snipern beschossen zu werden und nicht zu wissen, wo sie sind, um
dann wieder in der Stadt herumzulaufen als Infanterist und Häuserkämpfe zu führen. Genau dies braucht Battlefield 7. Ein Punkt, wo ich auch mir noch gerne wünsche in Battlefield 7, wäre zum Beispiel eine gerechte Punkteverteilung. Um Objectives spielen und auch Teamplay zu fördern, sollte man zum Beispiel regeln, dass Flaggen zu erobern 500 XP bringen, aber ein Kill nur 10 XP. Die Wiedergabe von Munitionskisten oder Minipacks sollten 50 XP bringen und das egoistische Spielen, wie zum Beispiel mit einer Marv-Drohne rumzufliegen, nur 5 XP. In einem damaligen Battlefield-Teil sah man zum Beispiel die Auswirkung auf ein gut ausbalanciertes XP-System, denn in Battlefield 3 wurdest du sehr oft wiederbelebt. Munition oder auch Heilungsvorräte auszugeben an Teammates brachte dir pro Sekunde 20 Punkte, erreichtest du zum Beispiel 100 Punkte, belohnte dich das Spiel mit einem Ribbon, bedeutet mit einem Ordensband. Dies beinhaltete nochmal zusätzlich 200 Punkte. Sammelst du auch zusätzlich davon 100 Stück, bekamst du eine Medaille mit 10.000 Punkten. Dies konnte man sehr gut nutzen zum Leveln von seinem Rang oder neue Attachments wie Waffen, Gadgets oder auch Skins freizuschalten. Dies fördert da das Teamplay und fördert da das Objective-Spielen, denn genau dieses System wurde für alles benutzt. Es ist so simpel, DICE. Schaut euch einfach die älteren Battlefield-Teile an, mit dem ihr echt Erfolg hattet, und übernehmt sie in Battlefield 7. Sollten das Grund-Gameplay sowie auch das Grundaussehen von den Karten, von den Maps und natürlich von den Soldaten auch gerecht sein und auch natürlich auf die Ära des Franchise passen, kann man darüber nachdenken, kosmetische Inhalte hinzufügen. Möglichkeiten, wie es in 2042 aktuell verfügbar ist, seinen Soldaten zu customisieren, sollte ja kein Problem darstellen. Dies wäre bei EA und DICE natürlich auch die größte Geldeinnahme. Denn Call of Duty machte dies vor und veröffentlichte im Shop regelmäßig Skins und Outfits sowie auch Animationen für den Soldaten. Dies ist ja auch vollkommen legitim und kann jeder dann natürlich selber bestimmen, ob man die Sachen kauft im Shop oder nicht. Aber bitte, DICE, achtet darauf, dass das Franchise die Skins gerecht bleiben. Bedeutet, ich möchte jetzt nicht unbedingt wie in Call of Duty mit einem Dinosaurierkostüm auf dem Schlachtfeld herumrennen. Dies braucht es nicht und macht das Spielerlebnis auch kaputt. Denn stellt euch mal vor, ihr startet Battlefield 7 und geht mit der Erwartung rein, geil, das wird ein heftiges Kriegsszenario, um dann festzustellen, dass es einfach Fortnite ist. Holy shit. Warte, das kennen wir ja irgendwoher, oder? Also bitte, DICE und EA, achtet darauf, dass die Skins authentisch sind und passend zur Ära, bedeutet, dass man dreckige, schmutzige oder auch coole Soldaten-Outfits bekommt und kein Scheißdreck. Meine persönliche Meinung, sollten sie sich auf jeden Fall auf den Multiplayer konzentrieren, mit allen Entwicklerstudien, so wie sie es auch mit 2042 gemacht haben. Eine Kampagne kann man natürlich machen, verschlingt aber unendlich an Ressourcen und Geld und Zeit, was man lieber in den Multiplayer stecken kann. Denn da verbringt man natürlich die meiste Zeit in Battlefield. Ich will nicht sagen, dass ich ein Gegner der Kampagne bin. Nein, ich liebe Kampagnen, vor allem von Battlefield. Aber wenn man dadurch den Multiplayer mehr supporten kann, dann würde ich auch lieber dies mehr dentieren. Und ja, jetzt würde man meinen, wir haben fast eigentlich so grundlegend alles abgehakt, was Battlefield 7 zu einem erfolgreichen Battlefield machen könnte. Da wäre aber noch eine Kleinigkeit. Und zwar kennen wir ja alle die neuen Genres, was alle Leute so lieben. Ich persönlich kann es nicht nachvollziehen, weil ich es nicht so gerne spiele. Aber jeder selber soll es überlassen sein. Und zwar Battle Royale. Man geht davon aus, dass Battlefield 7 ein Battle Royale bekommen könnte, denn das wäre zum Beispiel auch eine sehr große Einnahmequelle für EA und DICE. Sollten sie wirklich ein Battle Royale entwickeln für Battlefield 7, dann bitte als Standalone, abseits von der Entwicklung von Battlefield 7. Mit einem extra Entwicklerstudio. So würde man nicht den Multiplayer beeinflussen und kann abseits vom Multiplayer den Battle Royale entwickeln in Ruhe. Mit Battlefield 5 Firestorm wagten die EA und DICE Mitarbeiter zum ersten Mal einen Schritt Richtung Battle Royale. Firestorm war auf keinen Fall schlecht. Es war ein ziemlich gutes Battle Royale, wurde nur schlecht vermarktet sowie auch schlecht entwickelt. Die Entscheidung, Firestorm komplett kostenpflichtig zu lassen, tötete das Battle Royale so schnell wie möglich ab. Große Designentscheidungen wie zum Beispiel das Looten von Waffen und auch Rüstungen waren so kompliziert und fummelig, dass dies der Community nicht so gefallen hat. Diese zwei große Probleme führte dazu, dass Firestorm sehr schnell ausstarb und kaum noch mehr gespielt wurde. Wenn die Entwickler, DICE und EA diese zwei Probleme berücksichtigen im nächsten Battle Royale in Battlefield 7,
dann könnte Battle Royale tatsächlich auch erfolgreich werden. Mit einer schönen großen abwechslungsreiche Karte, coolen Modis und als Free-to-Play-Titel könnte das wirklich großartig werden und eine große Konkurrenz zum aktuellen Battle Royale Warzone sein. Denn eins können wir nicht abstreiten. Battlefield 7 Battle Royale würde auf jeden Fall das hübscheste Battle Royale Spiel werden, was auf den Markt kommen könnte. Denn schaut euch nur Firestorm an. Holy shit, sah das gut aus. Ich bin auf jeden Fall ziemlich gespannt auf Battlefield 2042 und auch auf die Entwicklung von Battlefield 7. Ich bin ziemlich gespannt, ob die Battlefield 2042 mit dem ein Jahr Pass gut supporten, gute Karten raushauen noch, gute Waffen, Gadgets und Fahrzeuge und natürlich auch Skins, dass die 2042 Spieler es nicht mehr bereuen müssen, dieses Spiel gekauft zu haben, und meine Hoffnung ist auch ein bisschen, dass Battlefield 7 gut sein wird. Klar darf man jetzt nicht vergessen, man darf Battlefield 7 nicht preloaden, auch nicht preordern und auch nicht vorzeitig kaufen. Das sollte man alles abwarten bis zur Beta, bis man es dann selber antesten kann, denn wie wir gesehen haben, mit Battlefield 2042 kann das einiges noch ändern. Das war mein Video zu Battlefield 2042/Battlefield 7. Lass mir gerne in den Kommentaren wissen, wie du dieses Video fandest, und lass mir auch gerne wissen, was deine Ideen zu Battlefield 7 sein könnten. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Ansonsten lass mir gerne auch ein Daumchen nach oben da und ein Abo, das supportet meinen Kanal sehr und zeigt mir, dass euch meine Videos gefallen und ihr mehr davon sehen wollt. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend und wir sehen uns in den nächsten Videos. Ciao.